Das stelle ich mir jetzt echt ein bisschen mies vor. Beide haben das Geheimnis, beide haben was mit ihnen und keiner weiß, wer der Vater ist. Also, er weiß es nicht. Lorda geht bestimmt davon aus, dass es seins. Oh oh. Ich bin nicht ganz sicher, sagtest du eigentlich Jordan oder Lordan? Als letzteres der Fall ist, das soll ein großes J sein, auch wenn es wie ein kleines L aussieht. Echt jetzt? Ist das echt ein J? Also heißt der Jordan und nicht Lordan, oder was? Okay, ist auch gut zu wissen. Gut, weiß ich das jetzt auch. Oder war es vielleicht das meine? Und ich würde es nicht großziehen. Stattdessen als sein Onkel bei ihm leben. Eine Lüge leben. Wie ein Feigling. Die finsteren Gedanken liegen mir in diesem Moment durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld deshalb. Habe ich mir etwas insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert. Dass was passiert? Das Kind? Boah. Oh nee. Das Kind kam tot zur Welt. An jedem Tag wollte ich mit ihm sterben, doch gleichzeitig fühlte ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich von so etwas erleichtert? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Wenn ich jetzt das hier so sehe, ist es doch eher ein L. Also der eine Strich ist doch jetzt kein J. Aber gut, als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte es sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht. Gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl. Das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nichts als ein Dreckskerl. Ein Dreckskerl, der seinen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurückkehren. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag. Boah. Alle verzehrt von den Flammen. Als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Onigost, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast. Was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, das dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klar zu machen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie sehen, Onigos. Du hast gesagt, dass es euch alle in dieses Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir, also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambo es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Rasimir, wenn du sie siehst. Sag ihr, dass ich... Nein, nichts. Gib Acht auf dich. Also, jetzt können wir auch noch eine neue Werkstatt bauen. Und müssen zu Sambo. Aber Namen werden immer groß geschrieben und ein großes L ist auch deutlicher als eine. Okay. Ja, gut, hast du recht. Ich gebe dir jetzt auch recht.
So, jetzt gucken wir mal. Wir haben eine Technologie. Das war ja unsere Werkstatt. Die war dann drin. Warte mal, wo war sie denn? Oder war das gerade der Schweinestall, was wir gekriegt haben? Nicht die Werkstatt. Ach stimmt, den Schweinestall konnten wir bauen und jetzt die Werkstatt. Also ganz ehrlich, wenn sich unser Gebäudelimit um 5 erhöht, ist es schon voll. Und es hat's nicht. Aber dann müssen wir wahrscheinlich wieder zu Sambor. Und der sagt uns dann wahrscheinlich, dass wir hier runter müssen. Na komm, wir laufen einfach mal ein Stückchen rüber, oder? Solange es mal hell ist, geht's mal direkt zu Sambor rüber. Obwohl, ich glaube, den Part mit Christel machen wir beim nächsten Mal. Wir möchten jetzt die Gebäude sehen. Wir machen es jetzt ganz einfach. Wir gehen jetzt zu uns ins Dorf zurück. Und dann mache ich das jetzt wirklich mit dem Gebäudelimit, dass wir das sehen. Weil bis wir nämlich die Karottensamen haben, dass wir das Kapitel abschließen, dauert es auch, glaube ich, nochmal eine komplette Jahreszeit, schätze ich. Und die Mühle will ich jetzt wirklich sehen. Also die Mühle ist mir jetzt das wichtigste Gebäude. Die anderen sind jetzt gerade nicht so tragisch, die Werkstatt und so. Aber die Mühle, die möchte ich wirklich sehen. Und wenn wir dann hochgestuft sind, dass wir mehr Gebäude bauen könnten nach dem Kapitel, dann muss auch wieder zurück. Dass wir auf dem Spielniveau bleiben. Ist es eigentlich nur zum Zeigen gedacht. Ich hoffe, das ist auch für euch okay so. Aber ich möchte es einfach sehen. So, jetzt springen wir hier mal kurz ins Wasser. Weil wir schon wieder muffeln. Ich glaube zwar, an diesen Fässern waren wir schon, aber wir gucken trotzdem nochmal. Ja. Passt. Es ist ohnehin morgen Jahreswechsel und die Story läuft hier auch nicht weg. Ja, da hast du recht. Aber wir haben aktuell keine Karotten angepflanzt, so viel ich weiß. Aber da können wir gleich nochmal nachgucken. Weil ich glaube, die können wir ja erst... Oder? Konnten wir jetzt Karotten anpflanzen? Wir müssen mal kurz gucken. Wenn sich das natürlich so erledigt, dann brauchen wir jetzt nichts umstellen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, wir haben nicht die Voraussetzung, dass wir das schaffen in der jetzt zum Jahreswechsel. Und es ist, glaube ich, gut, dass wir zurücklaufen, weil es wird schon wieder dunkel. Wie kann es im Winter aussehen, wenn mich nicht alles täuscht? Ja, Winter auf jeden Fall. Das war Mohn. Das ist Zwiebel. Das ist rote Beete. Ah, das ist gepflügt, okay. Das ist Kohl. Das wären die Karotten. Genau. Die können wir erst in der nächsten Jahreszeit, glaube ich. Genau, wie du sagst, können wir es dann erst aussehen. Habe ich einen Beutel zufällig gerade in der Hand? Dann kann ich nämlich genau nachgucken. Karottchen, wo seid ihr? Frühling oder Herbst? Also Frühling, Herbst oder Winter, Sommer?
Dann können wir das wahrscheinlich in der nächsten Jahreszeit anpflanzen und dann in den übernächsten ernten. Außer wir überspringen einfach eine Jahreszeit. Wir machen die Landwirtschaft und überspringen. Können wir ja, glaube ich, hier machen, oder? Schlaf bis zur nächsten Jahreszeit. Ja, gut, die ist ja eh gleich. So, was haben wir denn hier? Mann in Strumpfhosen. Ein Adliger war auf der Durchreise durch dein Dorf. Er hat vor deinen Augen seine... Ach, so einen Geldbeutel verloren schon wieder? Was wirst du tun? Gib ihn den Adligen zurück. Verteile das Geld unter deinen Leuten. Behalte ihn selbst. Ich sag mal so, wir sind ehrlich, wir geben ihn einfach zurück, oder? Zack. Plus 100 Dynastiepunkte, alle Dorfbewohner verloren 5 Stimmungen, nur weil sie wieder gierig waren und das Geld wollten. Dass du ein Mann von Ehre bist. Deine Leute hätten das Geld aber lieber für sich selbst behalten und sind ein wenig verärgert. Ja, aber das zahlt sich so nie aus. Ach nee, scheiße, das habe ich ganz vergessen. Oh, sorry, das sagt man nicht. Ich habe vergessen, dass wir die Mission noch hatten. Hätten wir jetzt echt abgeben können, wenn wir in Grostovia waren. Oh. Das ist jetzt blöd gewesen. Das war jetzt wirklich doof. Ja, okay, jetzt ist eh schon rum. Jetzt ist rum. Wie ist es jetzt hier? Genau, wir könnten quasi die Ding komplett überspringen. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal alles, dass wir ein bisschen Feldarbeit betreiben können. Die Frage ist jetzt sowieso, haben wir überhaupt genug Dünger? Oh, wie schön. Oh, hier ist es schön. Ich finde den Winter in dem Spiel so schön. Ja, eigentlich sind alle Jahreszeiten genial, aber ich mag Winter echt gerne. Schauen wir mal. Was haben wir hier jetzt alles? Wir nehmen mal eine Sich. Ne, wir können ja bloß anpflanzen, oder? Ledersäckchen war noch gut. Ja, 90%. Wir können, glaube ich, eh nur Karotten anpflanzen. Ja, nur die Möhrchen. Und das war ja gedüngt. Ärgerlich. Daran hatte ich auch nicht mehr gedacht. Ja! Das ist jetzt nämlich wirklich doof. Weil wir waren ja drüben, wir hätten ja hinlaufen können, aber... Ja, ist okay. Haben wir gesehen. Wir wollten jetzt Karotten machen. Wo sind meine Karotten? Ich glaube, ich brauche 25 Stück. Obwohl, ist meine Karottenfrau unterwegs? Nö. Die arbeitet noch nicht. Hafer. Leinen. Karotten. Das machen wir jetzt hier. Und los. Nämlich jetzt auch mal Feldarbeit geleistet. Nein. So. Und sie haben auf jeden Fall ein bisschen Soundprobleme seit dem Update. Aber das wird sich alles noch bis zur Live-Version wieder ändern. Bin ich guter Dinge.
So, die Karotten sind durch. Wie sieht's denn sonst aus? Haben wir sonst eigentlich alles momentan da? Holzbedarf. Gut, wir müssen gucken, dass wir... Wasser haben wir genug da. Futter ist genug da. Dann... machen wir jetzt noch ein bisschen Brennholz. Dann haben wir da auch genug. Und nachdem wir ja nicht wirklich was tun können aktuell, werden wir, denke ich, den Winter über schlafen, auch wenn es eigentlich ein schöner Winter ist. So. Ach, da sind die Holzstämme drin. Wo sind sie denn? Wir machen mal nochmal 20 Stück. Und los. Dann sollten wir genug Holz haben. Nee! Warte mal, das ging ja weiter hier, oder was? Ich habe die Samen bloß in die Hand nehmen müssen? Grabe das Feld um. Dünge das Feld. Pflüge das Feld. Okay. Dann holen wir jetzt gleich mal noch schnell die Hacke und probieren das. Weil das habe ich nämlich schon mal versucht. Ich glaube sogar im letzten Stream, dass ich einfach mal die Karottensamen in die Hand genommen habe. Aber da hat es nicht funktioniert. Okay. Bin nicht sicher, ob du die Jahreszeit so früh schon überspringen kannst. Ich weiß nur, dass es geht, wenn du mehr als 3 Tage pro Jahreszeit eingestellt hast. Dann kannst du nach 3 Tagen springen. Okay. Das müssen wir halt dann auch eventuell ausprobieren. Wir passen uns einfach den Gegebenheiten an. So, und wie sieht es jetzt mit der Holzlieferung aus? Boah, das ist weil... wir brauchen vielleicht ziemlich viel Holz. Was man so sagen darf. Okay, aber ist in Ordnung. Ach, ich wollte die Hacke mitnehmen. Ich hoffe, hier gibt es noch eine Hacke. Sind hier noch Hacken vertreten? Da ist noch eine. Gib mir die mal bitte. Und die Hacke kommt jetzt auf die 4. Nur haben wir jetzt, glaube ich, keinen Dünger. Außer wir haben hier ein bisschen was Verdorbenes drin. Was jetzt sehr genial wäre. Was aber nicht der Fall ist. Habe ich nicht irgendwo... ich habe doch... warte mal. Ich habe irgendwo in irgendein Haus was reingelegt zum Verderben. Ja, da war es nicht. Wo habe ich denn das reingelegt? Ah, die Bären. Die habe ich, glaube ich, in die Scheune gelegt, oder? Gucken wir nochmal hier rein, ob wir Verdorbenes haben. Nope. Zwei. Und die Bären gibt's sind immer noch haltbar. Aber das ist doof, weil ich jetzt keinen Dünger habe. Kann ich das jetzt schon wieder nicht machen? Das Spiel möchte nicht, dass ich heute noch diese Dinge sehe. Habe ich das Gefühl. Warte mal, wir machen jetzt auf jeden Fall einfach mal... teste ich das jetzt? Nein. Landwirtschaft. So, das hat sich erledigt. Einfach ein Feld ist, wo hier rumsteht. Beziehungsweise jetzt wieder weg ist. Dünge ein Feld und pflüge es. Ich kann es aber nicht pflügen, weil ich keinen Dünger habe jetzt. Außer wir holen uns oben schnell ein. Ja, da könnten wir eigentlich auch mal wieder weitermachen mit Lehmputz.
und Kalkstein. Falls wir wieder mal genug haben. Deswegen haben wir ja letztes Mal aufgehört, weil wir nichts mehr hatten. Die Falle bleibt jetzt auch noch kurz so. Wir laufen jetzt mal kurz da hoch. Und kaufen da oben mal schnell Dünger. Wir brauchen sowieso für die nächste Jahreszeit jede Menge Dünger. Dann können wir den gleich schnell kaufen. Dann können wir nämlich dieses Kapitel da oben vielleicht fertig machen. Und können doch noch ein bisschen die Schneelandschaft genießen. Guten Tag, die Damen und die Herren, wir sind wieder da. Du hast, bist zwar die Köchin, hey, aber du hast bestimmt wieder was für mich. Er hat doch ab und zu mal was Verdorbenes, aber in dem Fall nicht. See you soon. Dann brauchen wir unseren, wo ist denn unser Weizenlandwirt? Er wird in der Mühle sein, oder? Wo ist er? Da ist er. Hail, friend. Hallöchen. Ich nehme mal deinen ganzen Dung mit. Ist das in Ordnung? Was hast du sonst noch, was interessant wäre für mich? Turmbewurf. Ja, genau. Turmbewurf. Nee. Roggen. Das brauchen wir eigentlich alles gerade nicht. Das haben wir alles. Leinensamen. Nee, ist zu teuer zu kaufen. Wisst ihr was? Einen Dünger nehme ich gleich so mit. Have a good day. Und dann können wir da zu Hause noch ein bisschen Dünger herstellen. Ist zwar jetzt nicht viel, aber die können wir jetzt gleich mal weiterarbeiten. Das ist schon mal unser Vorteil. Und ich glaube, die Straße hat sich hier echt abartig durchgelohnt. Einmal quer durch den Wald, ist man bei der Nachbarschaft. Boah, das Haus von den Holzfällern, das müssen wir auf jeden Fall mal isolieren. Was mich auch noch interessiert später, wenn man hier die Türen und die Fenster macht, ob die auch zum Isolieren beitragen. Das wäre auch noch sehr interessant. Vergiss das Flirten nicht. Hast du recht? Jetzt schauen wir aber gleich mal, wo unsere Dame eigentlich arbeitet. Ne, das war Malvina. Muss ich jetzt rausfinden, wo unsere Frau arbeitet. Nee, Gertrude, du hast einen Auftrag. Den mache ich jetzt noch nicht. Ich will erstmal wissen, wo meine Frau arbeitet. Also, eventuell, Frau. Du bist es nicht. Du bist auch ein R. Ist das vielleicht eine Jägerin? Weil ich die so selten sehe. Das könnte sein. Nein. Mit zwei Typen. Ich habe keine. Ah! Ist es vielleicht unsere... Ich nehme jetzt den Hasen mit. Ich sag nur eins. Ich kann die Hasenfalle nicht bedienen. Es ist gut, dann bleibt er da. Das geht wohl aktuell nicht mehr. Hail, friend. Da ist er doch. Die Arbeit in der Scheune. 500 Mal vorbeigerannt.
festgefroren. Ja, die ist wirklich festgefroren. Wie geht es dir, meine Schöne? Das Lächeln ist wärmender als das Lagerfeuer selbst. Was? Zweig mit etwas Asche benutze, um meine Zähne zu reinigen. Zahnschmerzen sind sehr unvoll. Ist es nicht dein Ernst, oder? Musst du ein paar Eier aufschlagen, sagte das mordlustige Huhn. Nee. Och Mensch, komm. Also die ist aber echt zickiger als alles andere. See you soon. Ich guck jetzt mal, ob ich der vielleicht doch noch was schenken kann. Wo habe ich die Bettwäsche hin? Steht alles in der Näherei, glaube ich. Also dies hat's echt in sich, egal was man zu der teilweise sagt. Ich habe jetzt, glaube ich, jeden Spruch schon ausgesucht und jedes Mal hat die eine andere Reaktion drauf. Und meistens negativ, wenn man das so sagen darf. Hallo meine Hübsche, ich habe ein Geschenk für dich. Ah, ich kann dir bloß eine Bettdecke geben. Verdammt. Es wird im Winter von unschätzbarem Wert sein. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Haben wir dich wenigstens doch ein bisschen hochgekriegt. Have a good day. Ist ja schon mal was. Auf jeden Fall haben wir gerade festgestellt, Hufeisen kann ich keine verschenken. Obwohl ich das eigentlich als Glücksbringer gerne verschenken würde. Muss ich echt sagen. So, jetzt gehen wir mal schnell da aufs Feld. Und pflügen mal schnell was um. So, einmal Dünger bitte. Das ist erledigt. Wir nehmen die 4 und haben die Hacke. Jetzt sind wir weiter und ich glaube, das sieht gut aus, dass wir jetzt mehr Gebäudelimit haben. Verwaltung der Dorfbewohner. Um eine florierende Dorfgemeinschaft aufzumachen, müssen wir, sobald sie 18 Jahre alt sind. Ach, das wissen wir doch schon. Das sind wir doch schon lange dabei. Ja, ich weiß, aber wir sind länger gebraucht. Felderverwaltung wissen wir auch schon. Kapitel 8. Groß und wild. Ein Elch, ein Wiesent und ein Bär. Das Spiel mobbt mich. Definitiv. Also, ich sag mal Elch, okay. Bär, nicht so mein Freund. Und ein Wiesent kann auch ganz gemein werden. Aber okay. Was? Was ist das? Am Anfang krebs ich hier rum mit 20 Gebäuden. Und das ist jetzt ohne Witz, ohne dass ich was umgestellt habe. Ist jetzt das Gebäudelimit 70? Das ist doch irgendwas faul, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe gedacht, es steigert so um 5 vielleicht oder 10. Aber dass es jetzt auf 70 geht, oder sehe ich hier irgendwas komplett falsch? Aber ich soll mich nicht beschweren. Ich sollte mich nicht beschweren, denn wir werden jetzt bauen. Definitiv. Das war das Zwiebelfeld. Du wolltest doch Karotten machen. Karotten haben wir doch angesät. Sind doch hier schon komplett fertig. Das Zwiebelfeld hier, das habe ich nur einmal gemacht, um die Mission, das Kapitel weiterzukriegen. Achso, warte mal, ich wollte jetzt noch auf die Landwirtschaft. Was brauchen wir dazu? Perfect.